Habt ihr den Stall gesehen oder sowas? Wo Pferde verkauft werden überhaupt? Also unterwegs, ja, auf alle Fälle. In der Nähe vom Paraine-Tempel werdet ihr Kamele, Strauße nicht unbedingt und Elefanten werdet ihr ja auch nicht kriegen, aber ihr bekommt hier Kamele und Mulis und auch Pferde. Was heißt nicht unbedingt? Heißt das, Strauße sind vom Tisch? Ich möchte darauf hingewiesen haben, denn Voltax ist nicht da, deswegen muss ich das tun, dass wir einen Reitstrauß an Bord haben. Ja, aber den nimmt natürlich Boltax. Ja, genau, wir sagen einfach, Boltax nimmt den Reitstrauß an Bord. Der ist natürlich auffällig, ne? Sie können natürlich mit einem Reitstrauß einreiten und fünf anderen Pferden oder sechs anderen Pferden, das geht, aber auffällig ist das auf alle Fälle. Es wäre ein Zwerg auf einem Pferd, das wäre so auffällig, was man so macht. Was sollen wir machen? Ihn in den Sack stecken? Könnt ihr noch auf dem Bulli parken? Ist ein Gepäckstück, ja. Naja, gut, aber die Reittiere müssen wir dann im Grunde schon in Verkleidung kaufen. Denn wenn wir jetzt Pferde kaufen, dann, naja, dann haben wir Pferde gekauft und. Nun, ihr könntet deinen Unterhändler losschicken. Wen schlagt ihr vor? Ich weiß nicht. Naja, was ist denn mit dem Gräuel? Oh, dann würde ich ja nicht alleine durch die Stadt schicken, oder? Er bräuchte dann wieder einen Begleiter für sich. Naja, es ist ja fast so, als hätten wir über 100 Soldaten, die sonst den ganzen Tag nichts machen, außer auf ihrem Marsch sitzen. Dann schicken wir den Gräuel mit einem der schwarzen Köche. Und der wird auf jeden Fall einen guten Preis heraushandeln. Eine gute Idee. Dann würde ich mich mal zu den anderen Trollzackern aufmachen. Vielleicht haben die ja Fett, dass sie mir leihen können. Fett? Ich weiß noch Für nicht die genau, wie die das Verkleidung. machen. Ah. Was machst du mit Bira? Ich denke, der Bär sollte hier bleiben. Naja, also wenn ihr möchtet, nehme ich den Bär natürlich gerne mit. Also, was ein guter Vorschlag, aber mir, das ist natürlich. Nun, er ist sehr auffällig, wollte ich damit sagen. Wir kommen ja damit nicht ungesehen nach Elbow rum rein. Denn bislang hatte niemand überhaupt nur angenommen, dass der Bär mitkommen würde. Ja, aber Abelmir, wenn du auf Mira natürlich nicht verzichten willst, dann Ich will ich dir kann gut das ja auf nicht sie. Ich kann antun. gut auf sie verzichten, das meine ich damit nicht. Ich werde ein paar Zeilen für Rabenmund aufsetzen. Soll ich hier irgendetwas über Mira schreiben? Dass sie, keine Ahnung, in den Chortempel gebracht werden soll oder Auslauf bekommen oder was auch immer? Naja, der kann sie ja in der Stadt rumlaufen lassen. Die beißt die schon tot, wenn die frech werden. Ja, ich werde ein paar Zeilen zu Mira schreiben. Wartet, ich lege hier gleich noch die Rüstung an, dann kann sie es mit mir auf einmal aufnehmen. Och, was ein guter Vorschlag, Zulamin. Oh, herrlich. Zulamin schüttelt den Kopf. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass sie sich ein wenig die Pfoten vertreten kann. Ja, sie jagt gern. Also wenn die weglaufen, das wäre sehr schön. Vielleicht kann sie etwas Nichtmenschliches jagen. Ich denke, das wäre besser. Naja, das ist. Einigen wir uns darauf, dass wir da unterschiedlicher Ansicht sind. Sie könnte mit Tarak gehen. Der möchte sich doch sicher auch gerne bei der Jagd in der Umgebung die Beine vertreten. Ich glaube, Trak und Mira sind da die. Die jagen beide gerne Menschen. Da wird sich schon einer finden. Darf ich einen Vorschlag erbringen? Ihr dürft. Was haltet ihr davon, wenn wir die Treuzacker in die Berge schicken, zur Verhandlung mit den Ferkiner Kriegern? Naja. Wir könnten auf diese Art herausfinden, was an der Geschichte mit den Mannwiddern dran ist. Exakt dies. Naja, ist eine gute Idee. Entweder haben wir danach keine Trollzacker mehr oder wir wissen, was los ist. Das kann so oder so ausgehen. Also können wir nur dabei gewinnen, oder? Das würde ich so nicht sagen. Es ist immerhin Rafims Stamm. Aber ich bin sicher, sie können gut auf sich aufpassen. Ja, unser kleines Dorf schaffen die schon. Vielleicht bringen sie mir eine Waffe mit.
nichts mehr so sicher, ob wir auf diese Art und Weise etwas herausfinden, aber na gut. Die haben ja so schöne Säbel. Ich werde mich sofort drum kümmern. Sag ihnen, dass sie nach Mannwittern Ausschau halten sollen. Ach ja, richtig, die Witter. Wir hatten gerade ganz unterschiedliche Ziele. Die Witter, richtig. Als Seraphim zur Tür raus ist, murmelt Sulamin. Ich hoffe, er vergisst das nicht, bis er unter Deck ist. Nun, dann werden wir also im Grunde aufbrechen, sobald unser Transport bereitsteht. Gut, wir sagen Dr. Rumpel Bescheid. Wohin soll er die Reittiere bringen lassen? Vor die Stadt. Gut. Ein gutes Stück noch dazu, denke ich. Wir sollten wohl dabei gesehen werden, wie wir mit dem Schiff ablegen und dann mit einem Boot an Land setzen. Das klingt vernünftig. Ja, und dann machen wir uns daran, das zu organisieren. Ja, Rafim kann ins Unterdeck treten. König! Oh, da seid ihr ja wunderbar, wunderbar. Ich Hast du etwas zu tun für uns? Ja, ich habe gleich mehrere Anliegen. Gut. Und zwar, ich brauche einmal, hier liegen doch bestimmt noch die Sachen von den ganzen Toten rum, oder? Das, was wir geplündert haben. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich wühle mal mich durch den Haufen. Na, das wird mir nicht passen. Das ist ja hässlich. Das ist ja hässlich. Das ist ja hässlich. Das nehme ich. Okay, das brauche ich. Da draußen in den Bergen, kennt ihr Ferkina? Kleine Trollzacker. Ja, diese kleinen Trollzacker, diese niedlichen, ne? Mit diesen kleinen Säbelchen, mit denen sie sich ihr Essen schneiden, weil kämpfen kannst du damit ja nicht. Ihr müsstet einmal zu denen hingehen. Mit denen reden. Da werden wohl irgendwelche Mannwitter gejagt. Weiß auch nicht warum. Frag mal warum. In den Bergen kennen wir uns aus. Ja, und wenn möglich, bring mir mal so ein Säbel mit. Ja, König. Und wir treffen uns dann in der Stadt wieder, wo wir damals überfallen wurden. Okay. Wunderbar. Hast du noch irgendwie Schweinefett oder Öl oder wie auch immer? Menschenfett. Oh, Menten. Wunderbar. Ich würde mir das Menschenfett greifen und einfach wieder nach oben gehen. Okay, was machst du damit? Naja, also erstmal gehe ich in die Kabine. Also ich habe alles erledigt, Kameraden. Will sonst noch jemand Menschenfett? Was bitte? Von welchen Menschen? Ja, die, die wir geplündert haben, nehme ich an. Das grenzt es nicht sehr ein. Das, da hört mein Wissen auf. Dann nein, danke. Na gut, wenn ihr nichts wollt, dann bleibt ja mehr für mich. Gut, wenn die Sache mit den Reittieren geregelt ist, dann denke ich, die Trollzacker können mit uns von Bord gehen und dann den Weg in die Berge einschlagen, während wir nach Elborum reiten. Ja, sie kümmern sich da um das Schwert. Irgendein bestimmtes? Naja, ich habe nur einen Säbel gefragt. Ich denke, die werden schon einen Säbel mitbringen. Ach so, ich echt hatte kurz an das schwarze Schwert, ihr wisst schon. Aber bestimmt, sie werden euch einen Säbel mitbringen. Sehr gut. Also, ich will mich dann jetzt umziehen und wir treffen uns. Sobald Herr Kräum wieder da ist. Gut. Wunderbar. Eine Stunde später. Rafim ist gekleidet in einen Flickenteppich aus verschiedenen Rüstungsteilen und wirkt tatsächlich so wie die Trollzacker, die sich ja auch alles zusammenstülpen. Und ja, während du eintrittst, Rafim, kannst du sehen, wie der kleine Gräum Dr. Rumpel an dem Tisch sitzt und so ein bisschen mit seinen Füßchen herumwirbt. Allerdings nicht zu doll, sonst könnte er sich seine Füße brechen. Ihr kommt auch endlich. Zeit ist ja, Geld. Das ist ja ein komischer Satz.
Also, ich habe 8 Thulamiden gekauft. Normalerweise kosten die 120 Dukaten, aber bei der Qualität, ich habe ihn zumindest überzeugt, dass die Qualität nicht allzu gut ist. Dementsprechend hätte ich 80 genommen und ich habe einen Mengenrabatt verhandelt und war dann von 80 runter auf 40. Und bei 8 Pferden habe ich gesagt, das sind 320 Dukaten, da kann man auch nochmal abrunden. Dementsprechend habe ich die 8 Pferde für 300 Dukaten bekommen. Eine stattliche Summe. Außerdem konnte ich ihn überzeugen, dass sein siebtgeborenes Kind Dr. Rumpel heißt. Also Rumpel. Den Doktortitel muss er sich erst verdienen. Das ist wirklich bemerkenswert. Ist die Qualität der Pferde dann wirklich so schlecht? Nein, aber ich könnte auch einem Thulamiden Sand verkaufen, wenn er in der Wüste steht. Nun, eine bemerkenswerte Leistung. Ich freue mich darauf, die Pferde zu sehen. Ihr habt nicht zufällig Sand aus der Gore. Nicht dabei, aber ich könnte das besorgen. Das ist gut. Lasst mich wissen, wenn ihr welchen habt. Gebt mir eine Woche. Interessant. Spricht hier eigentlich sonst noch jemand Sulamakra oder soll ich einfach immer wild rumbrüllen? Ich kann auch wild rumbrüllen. Wie wäre es mit Attack? Aber das ist auch nicht sehr hilfreich. Nein, ich brauche jetzt keinen solcher Makra, aber Boltax. Gute Idee. Und Attack passt ja wohl überhaupt nicht zu meiner Rolle. Ja, das ist wahr. Muss mich doch in die Rolle reinversetzen. Also ich spreche das auch nicht, falls ihr mich das gefragt habt. Das ist enttäuschend. Also Attack und Füchsisch beherrsche ich schon, aber Sulamakra nicht. Ja, warum denn nicht? Habt ihr mal gesehen, wie groß die sind? Ich habe Glasknochen. Wisst ihr, wie schnell die mich zerbröseln? Ja, gut, vielleicht wäre es ja aber auch spannend zu sehen, wie weit ihr euch treten könnt. Nein! Ich habe es ja nur vorgeschlagen. Seid ihr? Ist der Rest auch so weit? Ja, aber wir müssen noch bis zum Morgen warten, bis wir ablegen können. Dr. Rumpel springt von seinem kleinen Stühlchen runter und stellt sich dann vor Rafim an den Tisch und legt dann 3 Golddukaten vor dich hin. Für jede Beleidigung oder für jeden Grollenwitz, den ihr macht, werde ich euch eine Dukate wegnehmen. Die bekommt ihr dann nicht. Und wenn ihr nach einer Woche keine Witze gemacht habt, dann liegen da immer noch 3 goldene Dukaten und die bekommt ihr dann. Er dreht sich um zu den anderen und zwinkert auffällig 2-3 Mal. Das funktioniert immer. Das ist überraschend günstig. Zulamin sieht zweifelnd aus, aber... Ich denke, ihr unterschätzt die Entschlossenheit des Rafim ibn Kanabar. Oder seinen Reichtum. Oder seinen Reichtum. Also, ich möchte ja wohl behaupten, dass ich... Nee, scheiße, ihr kennt mich, wer gelogen. Ja, ich bin schon ziemlich reich. Man kann nicht reich genug sein. Das geht nicht. Aber du hast gute Karten, Rafim, denn wir werden uns jetzt vermutlich eine Woche nicht sehen. Und nun ja, in seiner Abwesenheit habt ihr keinen Grund, Grollmann-Witze zu machen und er wird es auch nicht mitbekommen. Naja, aber ihr seid alle so eine ehrliche Haut, dass wenn ich einen machen würde, ihr würdet ihr mich ja gleich verpetzen. Aber ich habe mitbekommen, dass ihr die anderen Trollzacker auch mitnehmt. Das ist gut für mich. Dann kann ich mich in meiner Kajüte einschließen und nichts passiert. Und ich hoffe generell, dass euch in eurer Kajüte und überhaupt auf dem Schiff nichts passiert. Das hoffe ich auch. Naja, vielleicht könnt ihr ja Mira ausführen. Da müsste sich eh nur jemand drum kümmern. Ich fürchte, dafür ist er nicht der Richtige. Das steht nicht in meinem Vertrag. Er ist eher jemand, der mit dem Kopf arbeitet. Nun ja, jedenfalls vielen Dank für eure Hilfe. Ihr habt das ganz hervorragend gemacht. Ich habe euch gerade mehr als 400 Dukaten eingebracht. Ich weiß, was Pferde kosten. Ich bin beeindruckt. Wenn ihr wollt, könnte ich euch tatsächlich sogar noch ein Schalif besorgen. Wie sieht's mit einem Elefanten aus? Die haben sie hier nicht. Habe ich bereits gefragt. Ich hatte mir gedacht, dass ihr euren Vorrat an Elefanten aufstocken wollt. Ich denke, dass Unauffälligkeit die Tagesordnung ist.
Wir sind übrigens immer an Mengenrabatt an Elefanten interessiert, falls da mal ein Angebot reinkommt. Ich halte meine Ohren und Augen offen. Was habt ihr nur mit diesen Elefanten? Naja, jetzt haben wir ja mit Sammeln schon angefangen. Was hat dies mit Sammeln zu tun? Naja, Boltax hat 3, da können wir anderen ja keine haben. Wie sieht das denn aus? Die müssen ja bei einer 5 ihren Nutzen zuführen. Wie sollen wir denn unsere Elefanten gegeneinander kämpfen lassen, wenn wir keine Elefanten haben? Aber wenn ihr mögt, die Sultane hat hier noch einen 6er Ferrari rumstehen. Wenn ihr mögt, könnte ich den besorgen. Das sind aber mehr als 1500 Dukaten. Ja, da kriege ich ja ein paar Elefanten für. Aber keinen Ferrari. Ja. Aber das ist eine sehr gute Idee. Wir sollten unsere Elefanten kaufen, trainieren und dann auf sie wetten. Ihr könnt vor der Stadt auf Kamelwetten setzen, wenn ihr mögt. Ich habe das Gefühl, ich würde gegen eure Wette nicht gewinnen. Vermutlich nicht. Vielleicht sollten wir zusammen wetten. Ich denke, dass das nicht unbedingt zielführend ist. Mögt ihr jetzt nicht Unrecht haben? Na, wenn man Geld verdient, ist das immer zielführend. Da hat er jetzt nicht Unrecht. Aber ich vermute, ihr müsst wieder Heldentaten vollbringen. Ja, dafür, ich dachte, wir hätten gerade eben erst festgestellt, dass ihr genug Geld habt, euch solcher Dinge nicht bedienen zu müssen. Naja, aber dann habe ich überlegt, dass wir noch neue Elefanten brauchen. Achso, und übrigens, Ippolita wollte mitkommen. Ich hab's vergessen. Was soll mir der Person? Auf keinen Fall dürfen wir sie mitnehmen. Ja, das fällt dir ja früh ein. Naja, also wir sind noch nicht losgegangen, also das... Ich habe zumindest 8 Pferde gekauft. Ich weiß nicht, für wen die alle sind, aber... Ja, seht ihr. Jetzt haben wir schon ein Pferd für sie. Möchtest du sie dabei haben? Ist mir ehrlich gesagt jetzt nicht so wichtig, aber ich wollte wenigstens fragen, dass wenn sie mich am Ende anschreit, ich sowas sagen kann wie, naja, ich habe gefragt. Sie ist eine weitere Magierin, das heißt, es würde noch schneller gehen, dass wir die Aufmerksamkeit dieser Nachtwinde auf uns ziehen. Naja, ja, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, es wäre ungünstig, wenn die Zwillingsschwester der Kaiserin von Nachtwinden ermordet würde, während sie mit uns unterwegs ist. Deswegen sollte sie mit mir und Sepeltidio kommen. Naja, und ich bin ganz ehrlich, wenn sie tatsächlich nochmal ihr Noviziat anstrebt, dann muss hier auch mal in gefährliche Situationen kommen. Wärt ihr bereit, sie mitzunehmen, Serpentilio? Nun, ihrer Bildung wäre dies sicherlich zuträglich, aber ich frage euch, was soll sie dort? Sie ist schwerlich von Nutzen und Ediamatus hat recht, sie wird unser Profil gegenüber irgendwelchen irren Magier jagenden Insekten zweifelsohne steigern. Naja, denkt es doch mal aus der anderen Richtung. Wenn da 2 Magier sind, ist es genauso wahrscheinlich, dass sie angreifen wie euch. Er hat recht. Wir sollten sie mitnehmen. Dies kann sich nur für ihre hoffentlich bald fortschreitende Ausbildung als echter Magier bewähren. Gut, dann sag ihr, sie kann mitkommen, Rafim, aber führe ihr vor Augen, wie es um die Problematik mit den Nachtwinden bestellt ist. Sie soll sich der Risiken bewusst sein. Ja, vor Risiken hat sie jetzt nicht direkt Angst. Ja, das dachte ich mir, aber macht es ihr deutlich. Vielleicht hat sie einen Zauber zur Hand, mit dem sie ihre Aura tarnen kann. Einen solchen kann ich und werde ich selbstverständlich zur Verfügung stellen, sobald wir dort sind. Und vielleicht kann sie diesen Kantus selber. Ihr denkt wirklich, dass die Weißmagier ihr den Schleier der Unwissenheit beigebracht haben? Oh, bei ihrer Lehrmeisterin bin ich mir nicht sicher, was sie alles weiß. Mhm. Sie ist schließlich eine Erzmagier. Zwar unbekannt, aber eine Erzmagier. Nun, das ist Karin und Silberberg auch. Und auch er kann den Schleier der Unwissenheit nicht. Weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt. Nun, fragt sie einfach, wenn ich mit ihr für sie verantwortlich.
Dann seht zu, dass ihr noch etwas Schlaf bekommt und am Morgen bereit seid. Okay, dann könntet ihr im Prinzip aufbrechen. Möchtet ihr Hippolyta mitnehmen? Ja. Gut, dann kommt sie mit. Könnt ihr natürlich über Risiken aufklären. Interessiert sie nicht, dass die Nachtwinde sie verfolgen würden. Und dann ja, freut sie sich darauf, dass sie mit euch die Reise nehmt. Dann sind wir 6 Helden und Hassan Ayasir, der Balayan und Hippolyta von Gareth. Sind 8. 8 Pferde habt ihr. Und so brecht ihr auf in Richtung Norden nach Elborum. Ich bekomme bitte einen W6. Von einem. Einen W6. 1. Und dann bekomme ich bitte einen W20. Die 10. Mhm. Okay. Dann würfel ich das einmal selbst aus. Ihr könnt euch dann aufmachen mit den Pferden, die ihr kurz vor dem Hafen angeleint habt, von Rumpel dort vertreut, dann selbstverständlich auch mit etwas zu fressen, sodass ihr dann ausgeruht sind. Einige wenige Reisepacktaschen, die ihr dann noch dort bestücken könnt mit euren Habseligkeiten. Habt dann selbstverständlich auch noch graue oder unauffällige Gewandung gekauft, die euch dann eben in eurer Tarnung bestätigt, und brecht so durch das Sultanat Elborum nach Norden auf. Auch in der Dunkelheit könnt ihr dann der Straße folgen, die dann hier an der Küste entlang führt, immer wieder von den verschiedenen Flora und Fauna begrüßt. Und nachdem ihr 2-3 Stunden durch das Hügelland, durch die Täler und ja die Ausläufer von dem Djerim Yalet-Gebirge gereist seid, könnt ihr erkennen, wie vor euch einige Lichter durch die Dunkelheit wanken. Tulamin zügelt ihr Pferd. Seht ihr das? Das Fackeln? Ich versuche mal genaueres zu erkennen. Ja, Sinneschärfeprobe. Wie reist ihr denn? Habt ihr selber Fackeln oder... Werden ja auch garantiert nicht im Dunkeln hier durchmarschieren, oder? Aha, dann werdet ihr nämlich ebenso zu sehen sein. Na, ich hoffe, es sind keine Verkiner. Es sind auf alle Fälle Fackeln und sie sind auf Kamelen unterwegs. Eine Gruppe von 13 Personen. Blinzelt einmal. Ach, das sind die Kamele, deswegen bewegt sich das Licht so seltsam. Eine Karawane. Nee, was habt ihr erwartet? Die haben uns ja wahrscheinlich auch gesehen. Wir sollten einfach weiterreiten. Ja, wir sind schneller als sie. Es wäre seltsam, wenn wir sie nicht überholen. Komm auf euch zu. Ach so. Wäre es doppelt seltsam, wenn wir sie nicht überholen. Ja, beziehungsweise an ihnen vorbeireitet. Ja, und so könnt ihr mitten in der Nacht mit einem mulmigen Gefühl auf sie zureiten. Der Weg würde das natürlich zulassen. Könnt auch erkennen, wie die sich wohl auch länglicher gestalten und jetzt nicht mehr nebeneinander reiten, sondern hintereinander. Und ich merke übrigens gerade, dass das gar keinen Sinn ergibt. Und zwar, der Plan war, die Pferde irgendwo draußen vor der Stadt zu parken, bis zum Morgen zu warten, ganz normal mit der Mannschaft und dem Schiff aufzubrechen und sich dann ein Stückchen weiter rauswerfen zu lassen. Das heißt, es muss morgen sein. Oder Vormittag. Ja, dann haben wir gerade Sonnenaufgang oder so. Ja, genau, sagen wir, es ist Morgengrauen oder so. Und konnten wir sie halt schon irgendwie, keine Ahnung, sehen aus der Ferne. Ja, trotzdem haben die wohl noch irgendwie die restlichen Fackeln an, bevor die dann ausgeklopft werden. Gut. Wie breit ist denn der Weg? Also so, dass zwei Kutschen aneinander vorbeifahren könnten, beziehungsweise irgendwelche, ja, Kutschen werden das hier nicht sein, irgendwelche rumpelnden Karren. Dann würde ich mir möglichst weit rechts am Weg vorbeireiten. Wenn es geht, vielleicht so ein Stück abseits vom Weg. Könnt dann, ja, wie gesagt, erkennen, es sind wohl 2, 3, 4 Händler dabei und gerüstete Söldner, die den ganzen Zug etwas begleiten und euch misstrauisch anstarren. Wir starren misstrauisch zurück. Ich hebe die Hand zum Gruß, aber sage nichts, weil es gibt keinen Grund, mit ihnen zu reden. Ja, euch wird auch nur zugenickt, nicht mal eine Hand, die gehoben wird. Und wenn ihr dann an ihnen vorbei reitet, kommt von dem Wagen, der verdeckt ist, ein übler Geruch.
süße, schwere Bitterkeit, die euch in die Nase steigt, kommt von dem Wagen. Leichengeruch? Sinnenschärfe? Möchtest du nachgucken? Nein, ich will bloß riechen. Eine Zechenprobe. Würfel mal eine Zechenprobe. Okay. Abelmir, du ziehst so ein bisschen die Nase hoch, vielleicht nochmal deinen Riecher so ein bisschen grob in die Richtung und verschluckst dich fast, hustest ein bisschen und es sind keine Leichen. Okay, ist irgendeine alchemistische Substanz? Keine Ahnung. Also das könnte sein, zumindest ist dir fehlt so ein bisschen die Orientierung und gib mir mal eine Reitenprobe. Oh Mann. Kann man hier mit Pflanzenkunde was ausrichten? Kannst du, ja. Such mir das doch mal. Ein Punkt reicht mir nicht. Hast du noch dein Glück? Ja, mein Glück noch. Und weißt du was? Ich benutze es auch. Hält bloß einen Tag, oder? Ja, dann Schicksalspunkt. Wir sind doch erst seit einem Tag unterwegs, oder? Dann Schicksalspunkt. Dann nehme ich das Glück, aber den letzten Held? Nee, hält nicht mehr. Okay, ist ja nächster Tag. Dann nehme ich einen Schicksalspunkt, was soll's. Ich habe 8 Punkte für dich. Wow. Ja, du sinkst so ein bisschen mit deinem Kopf nach vorne auf das Tier, lässt dann so ein bisschen die Zügel los, einfach weil die duselig wird. Und dann fällst du zurück in der Realität geholt. Du bist auf deinem Boden, die Hände nach oben ausgestreckt, kriegst gerade keine Luft und kannst sehen, wie Zulanmin vor dir angehalten hat. Bist wohl gerade vom Pferd gefallen, warum auch immer. Die Karawane rattert weiter an dir vorbei und scheint auch nicht anzuhalten. Nur 2-3 Söldner, die dir ja noch finster nachgucken und dir einen warnenden Blick mitgeben. Aber mir, alles was, in Ordnung? Was war das für ein Geruch? Mir wurde ganz schwindelig. Ich bin nicht sicher. Ich habe dem Pferd die Sporen gegeben. War das so? Dank. Wir sollten weiterreiten. Wartet, ich gehe euer Pferd einfangen. Bleibt kurz hier. Ja, danke. Jetzt bin ich auch nie irgendein Stein wahrscheinlich, um den Kopf klar zu bekommen. Ja, das Pferd wird wahrscheinlich nicht weit gelaufen sein, weil die anderen Tiere ja noch da sind. Macht euch daraus nichts, Abelmir. Ich kämpfe sowieso den ganzen Tag damit, nicht von diesem Ding hier zu fallen. Mir gefällt nicht, wie stehen, die stehen, haben. Stehen, nicht, das Gras, nein, es ist nicht lecker. Was? Seid froh, wenn es nur frisst. Dann bleibt es wenigstens, wo es ist. Ja, aber kann es sich nicht, wenn ich es gerade auf die Straße stellen? Ich fühle mich schlecht, wenn ich hier so quer drauf stehe. Vielleicht sollte die Zügel jemand anders überlassen und Kühl lassen. Es sind mutige Worte von dem, der gerade hinabgefallen ist. Flamin kommt gerade mit Abelmirs Pferd zurück und nimmt auch gleich noch Serpentilius Pferd am Zügel, sodass wir dann alle drei auf einem Haufen stehen. Ah, vielen Dank. Ich probiere hier in den Sattel zu ziehen oder eben mit etwas wackeligen Knien noch, aber hoffentlich sollte mir hoffentlich gelingen. Was war das? Vermutlich irgendwelche Drogen. Ich schlage vor, dass ihr so wenige Fragen stellt wie möglich. Und so leise wie möglich. Tulamin schwenkt sich wieder in den Sattel, wirft noch einen besorgten Blick auf die beiden Schwarzmagier. Dann kommt. Ja doch, sicher doch. Das war Moon. Also doch, ja. Purpurmoon? Er nickt nur noch mit seinem Turban. Wir können uns nicht um alles kümmern. Wie ich bereits sagte, schlagt der Schlange den Kopf ab. Und so reitet ihr weiter.